Unsere Sprache ist eines unserer wichtigsten Werkzeuge. Mit ihr können wir viel bewirken. Wir können aufmuntern, bestärken, aber auch verletzen oder unter Druck setzen. Und genau deshalb ist es so wichtig, auf unsere Sprache zu achten. Das gilt eigentlich ganz generell, aber natürlich auch besonders in Gesprächen mit Personen, die von einer Depression betroffen sind. Und eine der wohl wichtigsten Regeln ist, dass man weniger auf Du-Botschaften, sondern vielmehr auf Ich-Botschaften setzt. In der Praxis kann das ungefähr so aussehen. Statt zu sagen, du bist in letzter Zeit immer so traurig und solltest mal wieder mehr unternehmen, kannst du zum Beispiel sagen, ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit oft niedergeschlagen bist. Ich mache mir Sorgen um dich und ich würde dir gerne helfen, indem du bei dir selbst und deinen eigenen Gefühlen, Wünschen oder Bedürfnissen bleibst, wirkt das Gesagte weniger vorwurfsvoll oder unter Druck setzend. Und ein weiteres tolles und manchmal viel zu selten genutztes Werkzeug unserer Sprache, das sind Fragen. Besonders nach Gefühlen zu fragen fällt uns schwer. Das hat sicherlich viele Gründe. Aber einer ist vermutlich, dass wir es einfach nicht so richtig gelernt haben oder gewöhnt sind, über unsere Gefühle zu sprechen. Sowohl die guten als auch die schlechten. Wie fühlst du dich? Wie war der Tag heute für dich? Oder wie geht es dir wirklich? Das sind Fragen, die du stellen kannst. Natürlich reichen Fragen allein nicht aus. Genauso wichtig ist es dann, ein ehrliches Interesse an der Antwort zu haben. Nachzufragen vielleicht nochmal. Die Informationen zu merken oder einfach aufmerksam zu sein. Klingt simpel? Probier es einfach mal aus. Oft sind wir überrascht, welche Wunder Fragen und ein ehrliches Interesse in der Kommunikation bewirken. Manchmal kann es sein, dass die Betroffenen selbst gar nicht denken, dass sie Unterstützung gebrauchen könnten. Du hingegen aber das Gefühl hast, dass ihnen so ein professioneller Rat eigentlich sehr gut tun würde. Was du an der Stelle tun kannst, ist das einfach zu kommunizieren. Bleibe dabei wieder bei den Ich-Botschaften und vermittle deinem Gegenüber ganz sensibel, dass du dir Sorgen machst und das Gefühl hast, dass Unterstützung hilfreich wäre. Manchmal kann es auch sein, dass die Betroffenen zwar schon irgendwie merken, dass sie Hilfe brauchen, aber sich einfach nicht aufraffen können, in einer Praxis zum Beispiel anzurufen oder das Gefühl haben, dass es vielleicht eh alles nichts bringen wird. Hier kannst du auf jeden Fall motivieren und, wenn die andere Person dafür offen ist, auch unterstützen, indem du vielleicht in der Praxis anrufst, Termine vereinbarst, über Hilfsangebote informierst oder gegebenenfalls auch zu einem ersten Termin begleitest. Aber am Ende, und das ist wichtig, entscheidet die andere Person selbst, ob sie Hilfe in Anspruch nimmt oder eben nicht. Das kannst du ihr nicht abnehmen. Achte hier also auch auf deine eigenen Grenzen und sorge gut für dich. Du kannst zwar unterstützen, du kannst den Weg ebnen, aber die Schritte zu gehen, liegt am Ende nicht in deiner Hand. Das ist eine super wichtige Frage. Denn zu den Symptomen einer Depression kann eben auch Suizidalität zählen, die sich in lebensmüden Gedanken, aber auch in Selbstmordimpulsen bis hin zu Handlungen äußern kann. Den ersten wichtigen Rat, den ich dir mitgeben möchte, ist dieses Thema, wenn du dir Sorgen um eine dir nahestehende Person machst, ganz offen anzusprechen. Bei dem Thema Selbstmordgedanken haben wir oft die Sorge, dass wenn wir das Thema ansprechen, wir den anderen vielleicht überhaupt erst auf die Idee bringen, beziehungsweise diese Gedanken dadurch verstärken. Und genau deshalb scheuen wir uns davor. So ein bisschen nach dem Motto, wenn ich es nicht anspreche, dann ist es hoffentlich auch nicht da. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Gedanken, die sind für die Betroffenen da und die belasten sie. Und wir wissen heute aus der klinischen Erfahrung, aber auch aus den Gesprächen und Befragungen vieler Menschen, dass der offene Umgang mit dem Thema Suizidalität und auch ein Nachfragen als Entlastung gesehen wird und generell zur Suizidprävention beiträgt. Du kannst also, wenn du dir Sorgen machst, die andere Person ganz offen fragen, ob sie solche Gedanken kennt. Also zum Beispiel nicht mehr leben zu wollen. Nimm dir für so ein Gespräch immer Zeit und besprich es nicht zwischen Tür und Angel.
In einem ehrlichen und interessierten Gespräch kannst du dann gegebenenfalls auch weiter nachfragen und so ein Bild davon bekommen, wie es bei der anderen Person wirklich aussieht. Nimm den anderen in dem, was er oder sie sagt, ernst und biete an, dass du der Person hilfst, sich Unterstützung zu holen, zum Beispiel in Form einer Psychotherapie. Manchmal kann es aber natürlich auch sein, dass man ganz akut Sorge hat, dass sich der andere das Leben nehmen könnte. Oder vielleicht sogar auch, dass er oder sie das äußert. Zögere in diesen Fällen nicht, sofort professionelle Hilfe zu holen. Du kannst mit der Person den behandelnden Arzt oder vielleicht die Psychotherapeutin, aber auch zu jeder Tages- und Nachtzeit eine psychiatrische Klinik aufsuchen. Es ist wichtig, die betroffene Person auf diesen Wegen zu begleiten und an dieser Stelle nicht allein zu lassen. Im Notfall, also wenn dein Gegenüber selbstmordgefährdet ist, nicht gesprächsbereit und auch vielleicht keine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann kannst du jederzeit auch den Notarzt rufen unter der 112. In diesem Fall kann es sich manchmal so anfühlen, dass man gegen den Willen der anderen Person handelt. Aber im Endeffekt hilfst du dort, wo sich die Person in diesem Moment nicht selbst helfen kann.